Forschung fortsetzen. Unterricht. Was? Wir machen schnell mal die Unterrichtsfächer fertig. Wir haben Punkte bekommen für eine beendete Forschung. Ja, das freut mich. Goodie, wir bauen jetzt einen Kiosk. Nein, nein, nein. Dachte daran, den ganzen Raum zu versetzen. Guck mal einer hier. Können wir nämlich jetzt eventuell Kiosk aufbauen. Herr Güne, Regenschirme. Auch wichtig. Bams. Werde wohl nicht ohne Regenschirme rausgehen. Kinder, ihr werdet nass und krank. So. Das sollte helfen. Und die Kinder können wohl krank werden. Da muss man aufpassen. Einrichtungen. Freizeit. So, wir haben jetzt einmal Zuckerwasser, Lebensmittel und einen Kiosk. Wir brauchen beides. Das bauen wir hier nämlich auf. Erstmal das Kiosk. Das machen wir so. Und das bekommt auch eine Tür. Kiosk, Fenster. So. Schickerino, ne? Yeah, wir brauchen ein Schreibwarenregal. Bams, bams. Ein kleines Verkaufsregal. Und ein Snackregal bietet Snacks. Bams, bams, bams. Könnte auch dafür sorgen, dass ich einfach... Nee, es geht schon so. Ein Schreibwarenregal nochmal. Das macht es noch hübscher. Und treibt die Preise in die Höhe. Ich mag Preise in die Höhe treiben. Ich? Oh? Oh, Junge. Und ein Bäckereiregal. Kann ich noch eins bauen? Nein, das ist es. Lichter. Und betrachte diese wunderschöne... da ist schon eine drin. Okay. Andere Arten von wunderschönen Lichtern. Hier. Ja. Wir haben übrigens noch eine Person, die... keine Person hier drin arbeitet. Das ändern wir auch gleich. Momentus. Bitte haben Sie Geduld. Herr Güne, sehr wichtig. Warte mal. Der kommt da hin. Insgesamt ist das schon mal ganz gut. Wir brauchen aber noch... einen Ausgang voller Slogans. Nein. Meine Sheet-Bonsais. Obergrenze erreicht. Sehr viele Sachen werden hier verkauft und teuer. Wir verkaufen hier würzige Snacks. Baguette. Ein Baguette. Das härter als Ziegelsteine ist. Benutzt es nicht, um andere zu schlagen. Ja, Kinder können es dabei haben. Als, herrliches Baguette, oder wie es ausgeschildert wird. Ein langes Seil. Unterhaltungsdienste erhöht. Drachen können hier verkauft werden. Netze. Wir packen ein Käfernetz rein und dann haben wir Herbst. Im Herbst brauchen wir Drachen. Wir packen Drachen rein. Und was wir jetzt auch brauchen, sind Menschen, die hier arbeiten. Verrückte Idee, ich weiß. Du kannst mehr und hast mehr Potenzial. Du bist hier jetzt der Chef. Sophia Braun, du arbeitest da. Das ist jetzt dein Ding. Viel Spaß. Was wir noch brauchen ist... dieses Regal. Hygiene ist wie? Der Licht. Gut. Auch eine Tür. Und... das Zuckerwasser-Lebensmittelgeschäft bekommt da sein Dingens hin.
Ja, es hilft wohl nicht, wenn der das da so raushängt. Moment. Die Tür ist ja falsch. Das ist das Problem gewesen. So. Das ist ein guter Platz. Ich glaube, die Position ist nicht so gut, ne? Naja, gucken wir mal. Auf jeden Fall kommen hier Tische rein. Da. Und da. Ein Warenregal. Im Warenregal sind Waren. Unerwartet, ich weiß. Darum weise ich darauf hin. Gilt als fertig, ist es aber meiner Meinung nach nicht. Wir brauchen noch noch einen runden Esstisch. Du, ein Warenregal. Und doch, ein Warenregal. Ja, Warenregal sind toll. Lichter. Am besten Licht von da. Da. Optisch gut aussehende Fenster, die Licht reinbringen in den Laden. Gut. Auch immer so ein schickes Lichtfenster. Muss in der aktuellen Einrichtung platziert werden. Ja, okay. Da. Und noch ein. Sollte diese von draußen holen oder so. Passt schon. Dekoration. Da kommen später andere Sachen hin. Ihr könnt Osmanthus Klebereisklößchen hier bekommen. Eine Schale voller Klebe, Osmanthus Reisklößchen. Vor schon nach dem Essen. Und Ingwer Milchquark. Duftend und glatt, süß mit einer leichten Schärfe, einzigartigem Geschmack. Leichtes Verlangen nach Eiscreme erhöht. Und ein Kreisel. Ja, jetzt fehlt natürlich wieder der passende Mensch, der da sein Geld ausgibt. Das ist dann halt Lara Wolf. Der aussieht, muss ich sie einstellen und später dafür sorgen, dass die Lara Wolf eventuell da später mal ausgebildet wird. Okay. Die bringen uns das Geld. Dafür sind die gut. Da, kling, kling, kling. Hört ihr, das ist kling, kling, kling. Das ist das, was ich hören möchte. Ja. Der Geldfluss sollte jetzt steigen. Haben wir denn hier noch? Da, Regenschirme. Die Kinder haben echte Regenschirme. Ja, machen noch mehr Naturwissenschaften-Forschungskurs da. Dingens. Gedöns. Das ist gut. Komme ich bald bei Algebra an. Und das ist das, was wir gerade noch erarbeiten. Ich hoffe, das ist dann schnell genug fertig. Bevor unsere Kinder in die Prüfung geschickt werden, das ist auch bald so weit. Also wir stehen alle zu 100%. Das ist klare und gewollte Perfektion einfach nur. Da. Leon Winter bekommt das Zertifikat Anfänger im Management. Bist du besser geworden, ne? Gut. Wer auch besser werden muss, ist unser angestelltes Personal. Du bist aktuell Köchin. Du müsstest hier auch was lernen jetzt. Keine freien Plätze. Müsste bald gehen. Hallo, Schulleiter. Lasst euch untersuchen. Ja, ich glaube, ich habe einen schnellen Wechsel im Management. Das wird wohl jetzt die Anna machen. Ja, dann. Ne? Komm mal rein. Management. Wir machen gerade das Management.
Das machte bisher Vincent. Mach jetzt aber die Anna. Und Vincent wird... Habt ihr noch ein paar Sitzplätze hier? Forschung. Kannst du was? Ist nicht so schlecht, komm. Was ist los? Abnormaler Zustand. Möp, 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 möp. Anna? Nein, weiterhin Alarm, Alarm. Du fliegst raus. Die Schlausten können ja arbeiten. Und was mache ich dann mit dir? Patrick. Ah, ich weiß. Ich habe eine Idee. Ich weiß, was ich mit Patrick mache. Das ist eigentlich ziemlich klar, was ich mit Patrick mache. Ciao, Patrick. Status. Status und Statuten. Alles im Guten. Nö. Gut. Läuft. Es mangelt noch an Talas. Automatisch speichern. Husky. Das ist ein kleines süßes Kerlchen. Wir haben nur eins Katze. Zum Charakter folgen. Wieso werden mir andere Einrichtungen angezeigt? Möbels. Ein Buch. Bis zum Rand gefüllt mit geisteswissenschaftlichen Sachen da. Lest euch schlau. Das empfehle ich übrigens auch so jedem. Macht das bitte mal. Lest euch schlau. Achte auf deine persönliche Hygiene. Du stinkst. Ja. Erwerbt Dinge käuflich. Management. Leer? Achso. Alle. Sophia Braun. Wer lernt denn gerade? Du ja sicher nicht. Moment, das kann ich doch hier sehen. Ja, dann machen wir mal Sorte hier. Werd fertig. Andere Personen möchten auch lernen. Müssen lernen. Es wird knapp. Forschung fortsetzen. Anfänger, Hilfsmanager, Mitarbeitertraining. Das. Fahrradschuppen, Managementverbesserung. Stoppu. Stoppu. Algebra, jetzt ist freigeschaltet. Gut. Lernen. Notfallübungen. Das hätte mir jetzt was gebracht, natürlich, ne? Mit Erdbeben und so. Zum Glück wurde keiner verletzt. Mittelstufiger Wissenschaftskurs. Zellbiologie und Genetik. Anfängerkurse sind eigentlich wichtig. Hygienische Einrichtungen. Temperatur und Lichter. Krankenzimmer. Förderung der Beziehungen. Die brauchen wir noch nicht. Wir machen erstmal das. Aufgrund von Wind, der Winter kommt und Heizungen und so. Zeigt euch mal.
Könnt doch nicht so viel. Was ich brauche, sind 20-jährige Lehrer mit 13 Jahren Berufserfahrung oder sowas. Das würde es bringen. Köche brauche ich nicht so viel. Überlege, aber die... Nee. Nee. Liegt da Essen rum? Mehr Bewerbungen. Sicherheitsmenschen. Ein besserer Verkäufer. Aber wir bilden jetzt aus. Weiterer Sicherheitsmann wäre nicht schlecht, ne? Können wir uns aber gerade nicht leisten. Fällt erstmal aus. Bestätigt. Okay, jetzt da ein, sieh wieder. Rückgabe für verbotene Gegenstände. Hier zwei Frösche bekommst du. Dicke Troller. Irgendwas abgeschlossen. Geil. Ja. Was wollte ich denn machen? Sag doch mal. Was wollte ich tun? Ich wollte, ja. Das wollte ich. Richtig. Ich wollte ein Geodreieck da reinsetzen. Das sieht gut aus. Golfplätze? Nein. Bananen. Betonschachteln. Eine alte Bank für die Förderung der Freundschaftsbeziehungen. Das ist wichtig. Die packen wir. Ja. Erstmal hier an die Seite. Denn seid nett zueinander. Das ist wichtig. Das zählt. Wir sind die Schule der Freundschaft. Und der Liebe. Und auch Lehrer können Liebe empfinden. Ja, wer es glaubt. Okay, wir bauen das da ran. Da ist noch ein Blümchen dazu. Nochmal ein schönes Blümchen. Ein Edelblümchen? Da, Edelblümchen. Sieht doch ziemlich tot aus der Bonsai. Aber ist ja nicht meine Sorge. Freundschaftsbänke müssen her. Bitte, bitte, Freundschaftsbänke müssen her. Wo war es denn hin, das Freundschaftsbänkchen? Warte mal. Suchfunktion. Praktische Teile. Stehen im Weg? Weiß ich nicht. Sehe ich gleich. Ich wollte ihn zum Ausbildung schicken, ne? Die macht das schon ganz gut. Der macht das schon ganz gut. Verkäufer. Ihr müsst besser werden. Halben Tag. Kaufsfähigkeit steigt. Daran, ne? Läuft denn darum? Dicke Katze adoptieren. Nein. Ich möchte diese Katze nicht kaufen. Wir werden auch gleich mal beobachten, was die Kinder so machen und so. Oh.
Es ist Zeit für die Prüfungen. Alle machen erstmal einen Moonwalk. Auf geht's in die Prüfungshallen. Oh Gott, was wird geschehen? Verdammt. Wir haben die Schüler bei der Prüfung abgeschnitten. Naja, perfekt natürlich. Perfekte Menschen aus perfekten Schulen. Volle Punktzahl. Keine Fehler. Sogar die Handschrift ist gleich. Bei allen. Eingemacht. Nächste Seite. Wir sind immer noch die kleinste Schule, weil wir haben nicht genug Schüler. Weil, ne? Die Gesamtzahl der Punkte aller Schüler ist das. Die haben mehr. Also, ne? Aber keine Sorge, das geht noch höher. Wir bekommen Geld. Wir bekommen Punkte. Unser Ansehen bei Drachenberg ist perfekt. Die Resultate sehen dieses Mal gut aus. Unsere Schüler sind super schlau. Gute Arbeit. Yeah. Und noch mehr Geld. Dankeschön. Gut. Haben wir jetzt mehr? Vor allem können wir. Oh, seht euch mal diese schöne Stadt an. Jetzt hier auch passend mit Schnee drauf und so. Ich habe das nicht richtig angesehen. Wo ich das Spiel schon viele Stunden gespielt habe. Event. Diese Feiern oder Events können in dieser Woche durchgeführt werden. Wähle eins aus, um mitzumachen. Wir können Weihnachten feiern. Dafür bekommen wir einen Weihnachtsbaum. Diese Kränze hier, was ist denn noch? Und Weihnachtsmannkostüme. Weihnachtsaufkleber und 2000 Puseflocken. Wir können Halloween feiern. Da bekommen wir Süßigkeiten. Halloween-Deku. Kürbissachen. Grabstein. Hexensuppe. Und die Schüler können in vielen Kostümen rumlaufen. Wir können eine Geisterklasse aufmachen. Fliegender Besen. Wenn es benutzt wird, reist der Charakter auf dem Besen. Okay, und 2000. Und dann Lernwoche. Alle nur rumhocken und lesen. Halloween oder Weihnachten? Halloween oder Weihnachten? Hallo Weihnachten? Ist knifflig. Wir machen Halloween. So. Gucken gleich mal auf den Lehrplan. Bam, 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 bam. Bam, bam. So. Und alle werden perfekt durchkommen. Das sieht man jetzt schon. Wir können das komplett leer machen eigentlich. Und dann gucken, was ausreicht. Und dementsprechend dann den Lehrplan machen. Das ist jetzt noch alles ganz einfach. Aber verwaltet mal so 15 Klassen oder sowas später. Allein durch nichts machen wollen wir jetzt schon bestehen. Hup, da. Das war schon. Durch. Da. Aber die Kinder bekommen massenhaft Ausbildung, denn sie haben es verdient. Ne? Da. Und zweimal Ethik noch dazu und dann ist er super schnafte gemacht. Nächstes Mal bekommen wieder unsere Oberlehrer Nussknacker und Linda Ausbildung. Feini, fein, fein. Sende Halloween-Süßigkeiten an 3 Schüler. Und wir können jetzt Feiertagssachen bauen. Zum Beispiel Grabsteine. Ja. Guck mal, da sind die Schüler, die richtig gelernt haben. Hexensuppe. Ein Zauberer wird hofft mit einer Suppe, die angeblich das Potenzial für Hexensüßigkeiten hat. Wenn sie regelmäßig umrührt. Die knallen wir gleich direkt hin vor die Schule. Da, die kommen vor den Eingang. Mit euren Grabsteinen dazu. Da liegt ihr. Und Kürbislichter. Halloween-Deku.
Bams. Bada Bams. Und into the Klasse, bringt das was? Hübschigkeitswerte, okay. Hübschigkeitswerte sind hübsch und wichtig. Gut. Und im Gesicht? Gut. Damit bin ich nun zufrieden.